von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um eins noch mal ganz klar deutlich zu machen: Die Union steht an der Seite der Hebammen in Deutschland. Und der Eindruck, der hier erweckt wird, und der wird nicht nur hier erweckt, der wird manchmal in den Medien, in der Presse, auf Podiumsdiskussionen erweckt, dieser Eindruck stimmt einfach nicht. Und es ist ein Gesundheitsministerium, das unionsgeführt ist, das auch entscheidende Regelungen auf den Weg gebracht hat. Wir haben gemeinsam mit der SPD ein ganz klares Bekenntnis auch im Koalitionsvertrag gegeben. Wir möchten die Probleme der Hebammenversorgung, die ja nicht erst seit gestern da sind, wir möchten diese Probleme lösen. Das haben wir versprochen und das haben wir auch gehalten. Es ist im Grund, in den Grundlagen sind es eben zwei Probleme, die es zu lösen gibt. Einmal haben wir natürlich das Problem der Versicherer gehabt. Ein Versicherungskonsortium, das wollte nicht mehr versichern. Es gab immer eine Verlängerung, Jahr um Jahr ging es weiter. Und jetzt haben wir auch dank des Gesundheitsministers und des Ministeriums erreicht, dass wir zumindest für die nächsten 2 Jahre in jedem Fall eine Zusage haben, dass das Versicherungskonsortium steht. Als zweites haben wir natürlich die massiv gestiegene Haftpflichtprämien für die Hebammen als Problem erkannt. Und es war eben nicht möglich, mit einem Einkommen, wie es die Hebammen haben, tatsächlich auch diese Summe aufzubringen. Wir haben aber die Situation, dass man das auch ganz deutlich sagen muss, die steigenden Haftpflichtprämien, die kamen ja nicht zustande, weil die Hebammen mehr Fehler gemacht haben, sondern zum Glück ist es in unserem Gesundheitssystem so, dass wir gut versorgen können und dass eben Kinder, die von einem Schaden betroffen sind, zum Glück länger leben. Und das hat natürlich dann automatisch die Folge, dass mehr Geld zur Verfügung stehen muss. Also wir haben mehr Möglichkeiten für betroffene Kinder und Familien, also sind da automatisch auch mehr Kosten involviert. Und deswegen sind die Haftpflichtprämien auch gestiegen. Wir haben aber natürlich auch die Situation, dass in dieser Legislaturperiode oder in der letzten schon ein Schritt versucht wurde, um eine Lösung anzubieten. Und zwar haben wir bei den Gebührenpositionen bei der Geburt einen Zuschlag mit draufgerechnet. Das heißt, man hat versucht, die gesteigerten Kosten damit hinzubekommen, dass man gesagt hat, wir haben 100%, die bekomme ich für eine Leistung und dann schlage ich noch etwas obendrauf. Und dann kann ich mit diesem zusätzlichen Geld versuchen, meine Haftpflichtprämie zu bezahlen. Es ist aber eben so gewesen, dass das natürlich keine Lösung für den ländlichen Raum war, wo viele Hebammen praktizieren, die natürlich wenige Geburten haben, sondern vor allem die Hebammen haben profitiert, die viele Geburten gemacht haben. Und das ist natürlich nur zeitbegrenzt eine gute Lösung gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, auch in dieser Legislatur eben, wir brauchen dafür ein System und müssen dieses auf neue Füße stellen. Wir haben jetzt einen Sicherstellungszuschlag eingerichtet, im Gesetz auch festgeschrieben, da wurde verhandelt. Das heißt, wer im Jahr 4 Geburten als Hebamme macht, also pro Quartal eine, der kann einen Ausgleich bei der Krankenkasse einfordern und damit ist auch der allergrößte Teil der Kosten für die Haftpflichtprämie gedeckt. Es ist nämlich so, dass es auch bei Kostensteigerungen der Haftpflichtprämie, wie es wohl in den nächsten Jahren sein wird, einen Ausgleich gibt, der natürlich entsprechend angepasst wird. Und rausgerechnet wurden Sachen zum Beispiel, wenn jemand privat versichert ist und andere Bereiche wurden natürlich von der Gesamtsumme rausgerechnet, aber ein Kostenausgleich findet statt. Dann kann man natürlich streiten, aus welchem Topf soll das Geld genommen werden? Sollen die Versicherten das zahlen mit ihren Beitragszahlen oder soll es steuerfinanziert werden? Das kann man natürlich diskutieren. Aber es lohnt sich jetzt wieder auch mit weniger Geburten, und es betrifft natürlich auch die Hausgeburten, Geburtshilfe anzubieten. Und deswegen ist das jetzt der entscheidende und wichtige Punkt. Wurden verschiedene Statistiken ja auch bemüht. Wir haben laut GKV-Spitzenverband eine Anzahl von freiberuflichen Hebammen von 18.000. Davon machen lediglich 5.000 Geburtshilfe. Das heißt, wir haben ein Potenzial von 13.000 Hebammen, die keine Geburtshilfe mehr anbieten. Zum großen Teil eben, weil die Haftpflichtprämie so massiv gestiegen ist. Aber jetzt können wir doch ganz klar anbieten, passt auf,
4 Geburten müsst ihr im Jahr machen und dafür bekommt ihr aber den Ausgleich von der Versicherung. Und das ist doch ein gutes Angebot und deswegen wird es für uns die Aufgabe sein, da genau hinzugucken, wie viele tatsächlich Hebammen sich jetzt wieder bereit erklären, in die Geburtshilfe zu gehen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass sich die ein oder andere Hebamme wieder dazu bereit erklärt, weil sie sagt, ich habe mehr Sicherheit bei der Haftpflichtprämie, die ich sonst zahlen muss. Es ist so, wir wollten damit eine nachhaltige Lösung anstreben. So, und das heißt, um es nochmal deutlich zu machen, auch wenn wir dann in den nächsten Jahren einen Anstieg der Versicherungsprämie haben, wird es entsprechend abgefedert und wird nicht auf den Rücken der Hebammen ausgetragen. Deswegen ist es auch so, dass Ihre Anträge absolut überholt sind. Und wir hatten das gestern auch im Ausschuss miteinander besprochen. Sie schreiben ja, die Grünen schreiben in dem Antrag rein, dass immer mehr Geburtshäuser schließen würden. Das ist ja nicht der Fall. Es stimmt einfach nicht. Sondern natürlich ist das ein oder andere Geburtshaus schließt. Dafür macht aber auch das ein oder andere wieder auf. So ist es. Es sind 130 konstant. Na, da sind wir uns doch einig. Dann ist es einfach falsch, was Sie in Ihrem Antrag schreiben. Aber Sie haben recht, die Datengrundlage ist schwierig. So, und deswegen müssen wir da hingehen. Da freue ich mich, wenn dann die Grünen sich bereit erklären, anonymisierte Daten an den GKV-Spitzenverband zu geben. Frau Kollegin, lassen Sie noch eine Zwischenfrage zu. Ihre Redezeit ist nämlich sonst sowieso abgelaufen, überschritten. Von daher haben Sie die Chance noch. Ja, vielen Dank, Kollegin Zöllner und Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Ist Ihnen bekannt, dass der Deutsche Hebammenverband mit seinen 19.000 Mitgliedern und 16 Landesverbänden in seiner Pressemitteilung ausdrücklich auf den heutigen Tag verwiesen hat und gesagt hat, die Anträge der Grünen und der Linken und ganz besonders der gemeinsame Haftungsfonds für alle Gesundheitsberufe könnte eine tragfähige Lösung für die Zukunft sein? Haben Sie das gelesen, ist meine Frage. Und würden Sie das bitte auch mal zur Kenntnis nehmen? Und dass es uns dabei gar nicht nur, und das ist auch bei dem Deutschen Hebammenverband so, um die niedergelassenen Hebammen, wir wollen da gar nicht eine gegen die andere ausspielen, sondern um den Berufsstand als Ganzes geht, damit er abgesichert wird, damit auch die Haftpflichtprämien in den Krankenhäusern nicht ins Unermessliche steigen. Natürlich nehmen wir die wertvolle Arbeit der Verbände auch zur Kenntnis. Und für uns war es deswegen wirklich ein Herzensanliegen, eine nachhaltige Lösung zu finden für die Hebammen, die freiberuflich tätig sind, das aber nicht zu Lasten oder auf den Rücken der Hebammen geht, sondern es wird von der Gemeinschaft, die Mehrkosten, die werden von der Gemeinschaft getragen. Und Fakt ist auch, am Ende des Tages wird irgendjemand zahlen müssen. Das heißt, egal wie wir rumrechnen oder von wo wir den Topf nehmen, am Ende des Tages werden auch zukünftig aufgrund des medizinischen Fortschritts die Kosten für betroffene Kinder oder für, wenn eben entsprechend was eingetreten ist, wird es steigen. So, und deswegen, wir schätzen die wertvolle Arbeit, tun wir auch. Und es sind einfach aber auch viele Dinge in den Anträgen drin, die einfach schon abgeräumt sind. So, und es ist doch so, dass es nicht nachhaltiger im Moment gelöst werden kann, als das, wie wir es jetzt auch gemacht haben. So, die Hebammen werden entlastet. Die Hebammen müssen nicht mehr diese hohen Prämien zahlen. Und das war unser Ziel. Was wir bei der Datengrundlage natürlich... Ich möchte Sie einfach bitten, zum Schluss zu kommen, weil Ihre Redezeit vorhin schon überschritten war. Gut. Es ist so, dass wir dann zum Schluss nur Sie sind ja auch Mitglieder in verschiedenen Landesregierungen. Und wir in Bayern mit unserer Ministerin Hummel haben jetzt ganz klar einen Auftrag gegeben, dass wir eine Studie machen werden. Und da werden wir genau hingucken, wie sieht es aus mit den Hebammenschulen, wie sieht es aus mit den Strukturen, wie sieht es aus mit der Verteilung der Hebammen, weil wir ja... weil ja das Bekenntnis zu unseren Hebammen und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern es wird ja weitergehen. Und deswegen haben wir auch nicht umsonst im Gesetz drin stehen, dass es zwingend notwendig ist,
eine Hebamme bei der Geburt mit dabei zu haben. Liebe aber Kolleginnen nicht und Kollegen, jetzt muss ich doch eingreifen. Also es geht kann nicht, man dass doch nicht geben. Darf ich Danke. Mal sagen, es geht nicht, dass man mehr als eine Minute überschreitet. Das geht einfach nicht. Da bitte ich wirklich auch, das haben jetzt mehrere Redner gemacht, das ist nicht akzeptabel. Also wir müssen heute noch viele Anträge beraten und ich bitte wirklich auch darum, das dann zu berücksichtigen. Es ist keine böse Intervention von der Präsidentin, sondern ich habe hier auch die Aufgabe, darauf zu achten, dass wir einigermaßen im Zeitplan gehen. Das gelingt nicht, wenn jeder das nicht auch einigermaßen einhält. Frau Bertram, Sie haben jetzt das Wort.